Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei der Aktionär TV. Wäre es nicht schön, wenn man durchgehend essen kann und dabei doch nicht zunimmt? Ganz so einfach ist es nicht, aber es gibt natürlich mittlerweile das ein oder andere Wundermittel, die ein oder andere Spritze, mit dem man da schon sehr nah dran kommt. Wir sprechen heute über die Pharmabranche und zwar über zwei Unternehmen, die in den letzten Wochen und Jahren gut performt haben, aktuell aber so ein bisschen stagnieren. Dazu mein heutiger Gast David Hartmann von Tobel. Wir sprechen über Eli Lilly und über Novo Nordisk. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, da hast du uns auch was zu mitgebracht. Ja. Wir blicken direkt mal auf den Chart. Bei Eli Lilly gibt es ja gute Neuigkeiten. Da gab es jetzt den Spatenstich zu einer neuen Fabrik in Deutschland. Ja. Man blickt positiv in die Zukunft, oder? Ja, kann man so sagen. Also wenn die Produktionskapazitäten ausgebaut werden, dann scheint ja das Unternehmen auch optimistisch zu sein, was so zukünftige Absatzzahlen angeht. Genau. Wir blicken mal auf den etwas langfristigen Chart. 5 Jahre ist das Ganze. Wir sehen es, hat in den letzten Jahren so ab 2023, da ging es hier steil nach oben. Aktuell stagniert das Ganze so ein bisschen. Woran liegt das? Ja, ich denke, das ist schon auch relativ normal, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Aktie eigentlich die vergangenen Monate da zuvor performt hat. Klar, man konnte mit positiven Nachrichten, du sagtest ja selbst, die Abnehmspritze war da in aller Munde, am Markt überzeugen. Das ist ein Geschäftsmodell, das anscheinend viele Aktionäre auch überzeugt hat. Da hat man gesagt, da möchte man gerne dabei sein. Aber das machen natürlich Aktionäre auch nicht zu jedem Preis. Und wenn dann die Aktie stark ansteigt, dann fragt man sich auch, wie viel Abnehmspritzen müssen die eigentlich zukünftig noch verkaufen, um diesen Unternehmenswert eben zu rechtfertigen. Ja, bei dem Spatenstich hatte ich gerade angesprochen, da war auch unser Herr Bundeskanzler vor Ort. Ich zitiere, was immer wir als Bund tun können, um den Pharmastandort Deutschland noch weiter zu stärken, das werden wir tun. Man könnte also sagen, man investiert in die Zukunft. Ist das überhaupt, dass ein deutscher Bundeskanzler da was zu sagt, gibt das überhaupt den Anlegern Sicherheit oder ist das eigentlich, ja, ist schön, aber dem Unternehmen hilft es nicht? Ja, es ist natürlich für uns als Wirtschaftsstandort, für Deutschland ist es natürlich schön, dann so einen Global Player hier anziehen zu können. Natürlich muss man das Ganze schon auch in der globalen Perspektive sehen. Aber wie gesagt, warum tut so ein Unternehmen eigentlich die Produktionskapazitäten ausbauen? Das heißt, man geht davon aus, dass man eben vorhandene Kapazitäten, dass sie nicht mehr ausreichen werden, um zukünftigen Bedarf decken zu können. Und somit lässt mich das natürlich auch als Aktionär, egal wo ich gerade sitze, also in Deutschland oder rund um die Welt, lässt mich das ruhiger schlafen, in so eine Aktie investiert zu sein, wie jetzt in eine Aktie, von der ich aus der Zeitung entnehme, dass sie eben Fabriken schließen. Ja, wie siehst du das Potenzial da so in Zukunft? Jetzt, wie gesagt, so mit dieser leichten Stagnierung, Lieferengpässe bei beiden Unternehmen, Eli Lilly, aber auch Novo Nordisk, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie wird sich das Ganze in Zukunft entwickeln? Ja, es ist natürlich gerade das Thema Abnehmspritzen ist in der Welt, in der wir alle so ein bisschen auch so von Social Media getrieben sind. Das Thema Selbstoptimierung ist natürlich da auch ein großes Schlagwort. Also da ist es natürlich schon vorstellbar, dass das doch wirklich auch zukünftig nachhaltig ein Kassenschlager sein könnte. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, ist auch ein Hersteller für eben Diabetesmittel, zunehmender Wohlstand in der Welt, das heißt auch zunehmende Wohlstandskrankheiten, die sind auch auf dem Vormarsch wie Diabetes Typ 2 oder Adipositas. Und klar, das sind natürlich dann auch Abnehmer für solche Mittel. Von daher kann man schon, oder es ist relativ plausibel, dass eben auch zukünftig die Mittel stark nachgefragt werden. Ja, wir gehen jetzt einmal weiter zu Novo Nordisk. Da sieht es eigentlich relativ ähnlich aus. Ja, aktuell relative Seitwärtsbewegung. Was man da sehen kann, Anfang des Jahres ging es aber weiter. Wir blicken mal ein bisschen langfristiger. Ja, so ich sag mal, so seit 2022, 2023, da kennt eigentlich jeder das Unternehmen natürlich durch das Mittel Ozempic, das Abnehmmittel. Man könnte es fast schon als Wundermittel bezeichnen. Man hat natürlich die positive Wirkung zur Gewichtsreduktion, aber du hast es gerade auch schon angesprochen, Behandlung von Adipositas etc. In Zukunft möglicherweise wird dann noch die ein oder andere weitere Wirkung natürlich entdeckt. Da ist jetzt natürlich die Frage, große Lieferengpässe, man kann also nicht liefern. Auch in Deutschland gibt es nur geringere Dosen, so wie ich das gesehen hatte. Problematisch aktuell? Ja, mittlerweile ist auch wieder ein bisschen Druck vom Markt genommen. Aber es war eine Zeit lang wirklich problematisch. Da war man natürlich schon ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs. Und es hatte auch dramatische Auswirkungen, also dass Diabetespatienten zum Beispiel ihr Insulin nicht bekommen haben. Und wieso passiert das? Ja, also wir waren, oder viele waren natürlich euphorisiert von der positiven Wirkung der Abnehmspritze, waren dann auch bereit, unheimlich hohe Kosten eben privat zu tragen. Und dementsprechend wollten dieses Mittel um jeden Preis quasi haben.
haben. Nachfrage ist von heute auf morgen sprunghaft angestiegen. Als Hersteller kann man natürlich jetzt das Angebot nicht im gleichen Maße so sprunghaft ausweiten. Also man hat jetzt vorhandene Produktionskapazitäten, die kann man natürlich optimieren. Sagt man, es gibt zusätzliche Schichten, lässt an Wochenenden oder an Feiertagen arbeiten. Da kann man kurzfristig ein bisschen Druck vom Markt nehmen. Wenn man das jetzt eh nicht schon tut, dass man sagt, man lässt am Wochenende oder am Feiertag arbeiten. Langfristig muss man eben aber neue Produktionslinien aufbauen und das kann man eben nicht von heute auf morgen. Und, aber ich denke, das wird man dann schon zukünftig dann auch handeln können. Sprich, man sieht ja, dass die Produktionskapazitäten aktuell ausgebaut werden, um dieser steigenden Nachfrage auch Herr zu werden. Ja, wenn man das mal so ein bisschen, ich sag mal, freundlich formuliert, dann werden die Menschen ja aktuell nicht unbedingt gesünder. Ja, also ich sag mal, diese Bereiche, in denen diese Mittel ihre Wirkung zeigen, die werden auch weiterhin stark natürlich performen. Also könnte man jetzt sagen, normalerweise die Auftragsbücher sind pickepacke voll, man kann einfach nicht liefern und das ist aktuell das Problem, oder? Ja, das hast du so wirklich richtig zusammengefasst. Es gibt natürlich irgendwie auch als Hersteller schlimmere Nachrichten, als dass die Auftragsbücher so voll sind. Ja, aber klar, dramatisch für diejenigen, die Diabetesmittel benötigen und dann nicht bekommen. Ja. Selbstverständlich. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, der Ausblick für die Zukunft ist natürlich gut. Wie können wir wie kann der Zuschauer natürlich davon profitieren? Und da hast du uns natürlich was mitgebracht. Da wollen wir jetzt einmal drauf schauen. Was sehen wir hier jetzt? Genau, wir haben das ganze Thema zum Anlass genommen, um eine Multi-Aktienanleihe mit Barriere eben auf die beiden Hersteller auf den Markt zu bringen. Das ist ein Produkt für alle Anleger, die sagen, oh, die Aktie, die ist jetzt schon in den vergangenen Wochen doch sehr gut gelaufen und ich gehe jetzt eher auch in einem Zeitraum von circa einem Jahr eher von einem Seitwärtstrend aus und möchte auch eine Art kleinen Puffer, falls die Aktie doch auch oder beide Aktien leicht zurückkommen, möchte ich dennoch mit einer positiven Rendite eben aus dem Investment hinausgehen. Das Produkt liegt aktuell in Zeichnung bis zum Montag in einer Woche, bis zum 22.04. hat einen Nennbetrag von 1.000 Euro und wird zu 100% dieses Nennbetrags ausgegeben. Das heißt, für 1.000 Euro kann ich eben ein Stück dieser Anleihe kaufen. Wichtig für die Anleger ist natürlich immer, was kann ich verdienen? Man hat einen Coupon von 12,25% per anno und den bekomme ich auch unabhängig davon, wie sich die Aktien zukünftig, also während der Produktlaufzeit, entwickeln. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Produkt für einen Seitwärtsmarkt und ich möchte auch einen leichten Verlust in der Aktie auspuffern können. Und im Endeffekt werden beide Aktien bis zum 20.06.2025 beobachtet. Am 22.04.2024 wird schon geschaut, wie stehen die Aktien. 100% des zukünftigen Aktienkurses, also die Schlusskurse vom 22.04., bilden den Basispreis und nur 70% davon bilden die Barriere. Und das heißt, sollten eben die Barriere, diese 70%, nicht unterschritten werden in der Beobachtungszeit, also das funktioniert kontinuierlich bis zum 20.06., dann habe ich als Anleger auch vollen Anspruch auf Rückzahlung der eingesetzten 1.000 Euro. Das heißt, ich kann leichte Verluste eben dadurch auspuffern. Dann sage ich danke für die Zusammenfassung. Was gibt es denn sonst noch zu beachten? Ja, jetzt kommen wir natürlich zu den Risiken. Die gibt es in dem Produkt natürlich auch. Beispielsweise sollte die Barriere eben während der Produktlaufzeit unterschritten werden. Dann habe ich keinen Anspruch als volle Rückzahlung des Nominalbetrags. Sprich, dann wird am Laufzeitende geschaut. Einfach, da müssen beide Aktien wieder zurück bei 100% sein. Sonst bekomme ich die Wertentwicklung der Aktie ausgezahlt bzw. physisch geliefert, die am schlechtesten performt hat während der Produktlaufzeit. Also es kann zum Beispiel sein, dass Eli Lilly die Barriere eben verletzt, dann diese Schutzwirkung erlischt, sich dann bis zum Produktlaufzeitende aber erholt, aber Novo Nordisk in der Zwischenzeit fällt, dann kann ich eben auch die Novo Nordisk Aktie geliefert bekommen und dadurch ein negatives Investitionsergebnis erzielen. Zudem muss man beachten, es ist ein Zertifikat, eine Inhaberschuldverschreibung, somit besteht ein Emittentenrisiko. David Hartmann von Tobel, ich sage vielen Dank. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat diese kleine Zusammenfassung von den beiden Pharmaunternehmen Eli Lilly und Novo Nordisk gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Machen Sie es gut.